eigentlich zur Miete oder haben Sie eine Eigentumswohnung und können Sie sich das überhaupt noch leisten? Bauen Sie gerade und explodieren Ihre Kosten? Oder finden Sie keine Handwerker und wissen gar nicht, wie es weitergeht? Und dann sind da ja noch die Energiepreise. Machen Sie sich da auch Sorgen, wie Sie warm durch den Winter kommen? Wir zeigen Ihnen kluge und kreative Ideen gegen Wohnungsmangel und Preiswucher in Nordrhein-Westfalen. Boah, und dann bauen wir auch heute noch ein Haus. Ja. Das alles in Wie wohnt NRW? Wie verändert sich unser Wohnen? Berlin, weiß ich, ist Schlachtfeld. In Köln sowieso auch Schlachtfeld. Mit welchen Herausforderungen müssen wir aktuell kämpfen? Wenn ich früher um die Zeiten schon Heizung immer angemacht habe, bis jetzt habe ich noch nicht angemacht, ja. Wir sind in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Wie wohnen die Menschen im Westen? Wie angespannt ist der Wohnungsmarkt? Und für wen platzt der Wohntraum? Wir wurden für 17 Uhr eingeladen und es waren, glaube ich, ca. 400 Leute da. Schon traurig, dass man irgendwie sich als junges Paar nichts leisten kann. Rentner fressen einfach Wohnfläche im Moment. Welche Lösungen gibt es fürs Wohnen in der Stadt und auf dem Land? Die erste Tiny House-Siedlung Nordrhein-Westfalens. So eine Art Höhlengefühl habe ich hier und fühle mich total wohl. Man kann gut sagen, dass es rund die Hälfte ist, was man hier auf dem Land bezahlt. Und was, wenn Geld keine Rolle spielt? Was kostet denn das Schätzchen? 4,5 Millionen Euro ohne Tiefgaragenplatz. Nein. Ja. Nein. Wir sind dabei, wie hier im Sauerland ein Fertighaus entsteht. In nur 2 Tagen. Familie Schneider erfüllt sich ihren großen Traum vom Eigenheim. 127 Quadratmeter. Auf dem Land noch bezahlbar. Große Freude, man freut sich echt drauf. Ich überlege, was das in der Stadt kostet, alleine Wohnung schon da zu kaufen, zu mieten, in der Stadt nicht möglich. Daniel und ich helfen mit, unter der Regie von Montageleiter Felix Krabbe. Immer mehr Häuslebauer entscheiden sich für ein Fertighaus. Das Besondere an unserem, es ist aus Holz. Danke, dass du uns hier noch mit aufgenommen hast in dein großes Team. Ja, sehr gerne. Wie groß ist denn dein Team eigentlich? Wir sind zu 5 hier. Okay. Und noch ein Kranfahrer. 2 Auszubildende. Ja. Ja, genau. Praktikanten. So, erste Wand steht. Werden wir das überhaupt schaffen? Ich meine, ich glaube, ich spreche da für uns beide. Wir können uns nicht vorstellen, dass hier morgen ein Haus stehen soll. Schaffen wir das denn? Also was wenn nicht? Natürlich schaffen wir das. Gar kein Problem. 5 LKW voller Module und dann noch das Dach. 14 Stunden Zeit. Die große Frage, wird alles passen? Und werden wir am Ende der Sendung wirklich richtfest feiern? Ja, hat sich geschoben. Unser erster Job, die 10 Meter breite Außenwand ordentlich hinstellen und montieren. Damit es auch wirklich hält, ist hier keine Schraube kürzer als 30 cm. Ganz schön anstrengend, Anna, aber schneller als Mauern. Wenn man nach fest kommt, ab, ne? Die meisten Menschen in Nordrhein-Westfalen wohnen in der Stadt. 85%. Auf dem Land nur 15. Und wie wohnen Sie? Also wir wohnen im Eigenheim. Wir haben uns vor 3,5 Jahren den Traum vom Eigenheim erfüllt. Ich wohne alleine in einer Einzimmerwohnung, knapp 30 Quadratmeter. Auf 74 Quadratmeter zu zweit, ohne Balkon aber, was ziemlich schade ist. Aber eine schicke Altbauwohnung. Ja, das ist ein schöner Stuck an der Decke. Wir haben ein Eigenheim in einem Dorf. Ungefähr 160 Quadratmeter mit Garten. 250 Quadratmeter für uns beide und viel Garten, 3000 Quadratmeter Rasen. Unvorstellbar für diese Familie in Köln. So. Sie wären schon froh, wenn sie etwas mehr als 60 Quadratmeter hätten. Jeden Morgen um 8 Umbau im Wohnzimmer von Johannes Rosenkranz. Er muss seinen Arbeitsplatz einrichten.
Oma, die komm mal her. Ich gehe mit ihr ins Schlafzimmer. Okay? Komm okay. mal her, Mars. Wir müssen den Papa arbeiten lassen. So. Die Spielsachen nehmen wir natürlich mit. Johannes lebt mit seiner Frau Anna und Tochter Mali in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. 56 Quadratmeter für 550 Euro Kaltmiete. Zu dritt, auf zwei Zimmern und dann noch Homeoffice. Das soll sich ändern. Das ist schon alles sehr beengt. Wir befinden uns hier in einem Raum, der wahrscheinlich 15 Quadratmeter groß ist, der gleichzeitig Spielzimmer ist, Wohnzimmer und Arbeitszimmer. Also das funktioniert nicht. Und die Maus, so nennen wir dich auch immer. Maus, ne? Mali spielt jetzt quasi auf dem Bett, wo sie dann noch ab und zu mal schon runtergefallen ist, ne? Weil einfach ringsherum, wie man ja auch sehen kann, nicht so viel Platz ist. Und plus, dass Mali, da sie immer mobiler wird, dann noch Platz zum Robben, zum Spielen, zum Bewegen braucht. Und das wird leider ja, auf Dauer zu klein. Deshalb ist es schon wichtig, da eine Wohnung zu finden, die einen Raum mehr hat. Seit 8 Wochen suchen Anna und Johannes eine größere Wohnung in Köln. In jeder freien Minute checken sie Angebote im Netz. Ihr Traum? Eine Dreizimmerwohnung, 90 Quadratmeter, für maximal 1.000 Euro kalt. Johannes und Anna führen in den kommenden Wochen für uns ein Videotagebuch. Werden sie eine neue Wohnung finden? Der Traum vom Eigenheim oder von der bezahlbaren Wohnung war noch nie so gefährdet wie aktuell. Kaufpreise, Mieten, Nebenkosten, alles wird teurer. Und dann fehlen in Nordrhein-Westfalen ja auch noch 200.000 Wohnungen. Ja, und dazu kommt noch, dass gerade mal ein Bruchteil des jährlichen Bedarfs gebaut wird. Und wenn dann gebaut wird, dann dauert es ewig und 3 Tage. Warum eigentlich? Haus F sollten sie vor 4 Wochen schon drin sein, hier eigentlich diese Woche. Der Fensterbauer vertröstet uns immer nur, wann sie letztendlich kommen. Und hier vorne läuft noch gar nichts. Lieferengpässe und Fachkräftemangel in der Baubranche machen den Wohnungsbau aktuell zur Geduldsprobe. Auch in Rheine. Hier ist, wie in ganz NRW, bezahlbarer Wohnraum knapp. 800 Wohnungen fehlen aktuell in der 80.000 Einwohnerstadt. Und es geht nur schleppend voran. Vom ursprünglichen Bauplan werden hier schon längst die Wände verputzt. Womöglich werden jetzt die Maler gerade hier und würden die Decken spachteln und streichen. Ja, aber man sieht, was da rumgekommen ist. Wir stehen hier im absoluten Rohbau. Die Genossenschaft Wohnungsverein Rheine baut hier 160 neue Wohnungen. Doch der Bau ist in Verzug. Ganze 6 Monate. Bauleiter Christian Schwer zeigt Geschäftsführer Ludger Hellkohl den aktuellen Baufortschritt. Doch der ist ernüchternd. Hier hätten wir eigentlich die Mieter spätestens zum 1. November, glaube ich, reingesollt. Und ich denke mal, das wird April, Mai. Kommt drauf an, wie es weitergeht. 6 Monate Verzug bedeutet 6 Monate keine Mieteinnahmen für die Genossenschaft. Außerdem wird das Projekt immer teurer. Mehrkosten von 2 Millionen Euro. Kein Einzelfall. Bei einer aktuellen Befragung geben 87% der Bauunternehmen an, ihre Bauvorhaben nicht im Zeitplan abschließen zu können. Den hohen Preisanstieg für Baumaterialien spüren vor allem Baustoffgroßhändler wie Franz Mollendieck. Die letzte Palette? Das sind Preissteigerungen, die liegen ja teilweise bis in den dreistelligen Bereich. 20-30% waren früher schon unglaubliche Preissteigerungen. Heute haben wir welche von 150 oder 200%. Das ist schon unglaublich. Kein Baustoff, bei dem der Preis nicht steigt. Zement um 50%, Beton um 85% und Dämmmaterial ganze 200% teurer als vergangenes Jahr. Gründe für die Preisexplosion? Unterbrochene Lieferketten durch die Corona-Pandemie, Materialknappheit wegen des Ukraine-Krieges und astronomische Energiekosten. Für Hausbauer hat der Baustoffexperte deshalb einen klaren Rat. Die aktuelle Situation, die wir jetzt im Baubereich erleben, angefangen mit der Corona-Pandemie von vor 2 Jahren, hat zu einer so rasanten Entwicklung, was die Baupreise anbelangt, geführt, dass man in der aktuellen Zeit
dem Bauherrn, der seinen Traum vom Einfamilienhaus gern erfüllen möchte, doch nur raten kann, sich das ganz genau anzugucken, damit der Traum nicht zum Albtraum wird. Und im Zweifel muss man heute sagen, lieber Finger weg. Ja. Auch der Wohnungsverein Reine ist im Ausnahmezustand. Das wenige Material, das er bekommt, kauft er mittlerweile auf Vorrat. Normalerweise haben wir hier knapp 30 Transporter und LKWs drin stehen. Seit einem Jahr ist es eine reine Lagerhalle. Ja, und das ist nicht normal. Also normal hat in dieser Halle kein Material was zu suchen. Die ist rein für unsere Fahrzeuge. Und jetzt steht sie voll mit Dämmmaterial für Estricharbeiten, für Fußbodenheizungsarbeiten, Wärmepumpen, Pufferspeicher, selbst Briefkastenanlagen. Fliesen sieht man hier wieder, muss alles Monate im Vorfeld bestellt werden. Einfachste Produkte, die ich sonst mit einem Telefonat an einem Morgen auf dem Hof hätte, haben heute Vorlauf von Monate. Lieferschwierigkeiten und hohe Preise. Am Ende werden das die zukünftigen Mieter zu spüren bekommen. Also die Baukosten, klar schlagen die sich hier in der Miete nieder. Wir sind seinerzeit mit 8,50 Euro wollten wir starten. Wir gehen jetzt auf 9,50 Euro. Und Neubauten, die wir jetzt planen, die in 2 Jahren fertig werden, da reden wir leider Gottes auch schon über 11 Euro. Die Preise steigen in allen Bereichen. Da kann selbst der am besten geplante Bau ins Stocken kommen. Im Keller unseres Fertighauses sieht es zwar noch nicht nach Fortschritt aus, aber geplant ist er. So, Anna, guck mal hier. Hier soll die Heizung hinkommen. Eine moderne Wärmepumpenheizung. Ah, wichtig, ne? Ist das Thema in diesem Winter. Alle wollen weg von Öl und Gas. Ja, deshalb haben auch die Kaminbauer und die Holzhofenanbieter volle Bücher, können gar nicht nachliefern. Und die Schornsteinfeger haben übrigens auch 3 bis 4 Mal so viele Aufträge wie normalerweise. Ja, und richtig glücklich sind natürlich diejenigen, die jetzt schon Solarpaneele auf dem Dach haben. Und man wird es nicht glauben, aber es gibt auch die, die sagen, wie gut, dass ich die Kohle nie außer Hand gegeben habe. Kohle, Ruhrgebiet, Kohlenpott, 2022. Und so viel wie in diesem Sommer hat Wilhelm Seidelmann hier in Gelsenkirchen in keinem anderen Jahr ausgeliefert. Die Firma Seidelmann, die macht in Kohle hier in Gelsenkirchen seit mehr als 100 Jahren. Und zwischendurch hat man schon gedacht, naja, das wird sich irgendwann auslaufen. Dann kam die große Energiekrise und jetzt wieder eine Riesennachfrage. Mal, sonst haben wir hier auf dem Lager in Gelsenkirchen 4 Kunden am Tag und jetzt ungefähr 30, 40. Ne? Warum? Weil die Leute glauben, es wird noch teurer oder? Oder dass sie gar nichts bekommen. Ne? Weil ich sag mal, wir haben innerhalb von einer Woche ungefähr 700, 800 neue Kunden. Also sind alles Gaskunden, die jetzt einen Kaminofen sich gekauft haben, ne? Und die sich jetzt einen Vorrat schaffen für den nächsten Winter. Weil sie ja nicht wissen, wie es weitergeht. Kohle bunkern aus Angst, dass man die Bude nicht mehr warm kriegt? Die Braunkohle kommt aus Deutschland, die Eierkohle aus Wales und die Anthrazitkohle aus Venezuela. Anfang des Jahres kostete eine Tonne noch 360 Euro. Jetzt sind es bereits mehr als 700 pro Tonne. Mit Wilhelms Bruder Thomas Seidelmann liefere ich die Kohle aus. Hallo! Morgen! Tag, Moin. Anna! Thomas! Ganz schwer für mich heute. Kriegen wir das zusammen hin, BVB und Schalke? Ja, ist schon eine harte Nummer. Aber wir sind im Pott. Wir teilen uns jetzt wieder auf eine Bundesliga. Insofern müssen wir friedlich miteinander sein. Müssen wir versuchen. Kohle im Hochsommer. Das gab's hier so noch nicht. Wie will man das erklären? Warum gab es vor 2 Jahren kein Toilettenpapier mehr? Kohle ist in diesem Jahr das neue Toilettenpapier. Die Leute werden bekloppt gemacht. Ne? Da schreibt einer in der Zeitung, es wird im Winter nichts geben und schon kaufen die im Sommer wie die Verrückten. Deshalb fahren wir jetzt heute aus. Deswegen fahren wir heute aus. Von Aachen bis Ibbenbüren und viel weiter. Sie beliefern ganz Deutschland. In welcher Stimmung triffst du im Moment deine Kunden? Sind die so, dass sie sagen, boah, wie gut, dass ich auf Kohle und nicht auf Gas investiert habe?
Die sind ja alle super froh, dass sie noch Kohle haben oder sich auch Kohle wieder machen. Wir haben ja Leute, die gehen wieder auf Kohle. So verrückt, wie sie anhört, die fangen jetzt mit Kohle an. Ich sag, wenn ich einmal aufgehört habe mit Kohle, ich sag, wie kann ich dann wieder anfangen? Würdest sogar du als Kohlehändler sagen? Ja klar, und im Augenblick ist ja nirgendwo was zu bekommen. Die Baumärkte sind ausverkauft, die Brikettfabrik Köln schließt. So, jetzt muss die Lausitz alles auffangen. So, und die Einzigen, die noch Brikett haben, sind wir. Ihr müsst nehmen, was ihr kriegt. Und so sieht's aus. Nehmt ihr auch alles, was ihr kriegt? Ja, müssen wir ja. Wir wollen ja unsere Kunden beliefern. Und schlimmer als ein höherer Preis wäre, nichts zu haben. Ja. Und womit heizt der Kohlemann selber? Also ich heize mit Kohle. So, aussteigen? Ja. Als die Zechenschließungen in Deutschland bereits abgemacht waren, hat sich dieser Kunde in seinem damaligen Neubau noch für Kohle entschieden. So, soll ich klingeln? Ja. Einmal Bescheid sagen, ne? Hallo, der Kohlmann, die Kohlenfrau ist da. Ja. Hallo. Schönen guten Morgen. Was kriegen Sie heute? Ich hoffe eine Tonne Kohle. Welche? Anthrazit plus 5. Ich guck mal, ob wir das dabei haben. Ne? Wo kommt denn das hin? Wo müssen wir die schütten? Die steht schon fast direkt davor, hier vorne. Okay, das heißt, das wird hier einfach durchgeschüttet? Genau. Eine Tonne Anthrazitkohle aus Wales, vom LKW frisch in den Keller. Dauert nicht länger als 2 Minuten, kostet aber 740 Euro. Warum haben Sie sich damals für Kohle entschieden? Ja, also wir hatten, das Haus ist geplant 2007, 2008 fertiggestellt und wir haben uns verschiedene Alternativen angeguckt, aber das kostengünstigste für uns gesehen, weil ich damals noch auf der Zeche gearbeitet habe, war Kohle gewesen, wegen dem Deputat auch. Ja, und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass das die beste Alternative ist, weil damals gab es noch nicht die Möglichkeit mit Solarstrom. Sonst, damals war Pelletsheizung ganz vorne gewesen. Ja, haben Sie irgendwann mal überlegt, was Regeneratives zu machen? Ja. Auch jetzt in den letzten Jahren mal auszusteigen aus der Kohle? Überlegen tut man jeden Tag damit. Ne? Aber wie gesagt, dann hat ja auch die hohen Investitionen noch dazu und das muss ja alles noch refinanziert werden. Ich sag mal, mittelfristig bis langfristig gesehen werden wir auf jeden Fall eine neue Heizung irgendwann mal anschaffen müssen. Dann wird es was in der Richtung geben. Ich hoffe bis dahin noch was viel Besseres, als was derzeit noch auf dem Markt ist. Von Herten geht's weiter nach Essen, in eine ehemalige Bergmannssiedlung. Hallo! Hallo! Anna Planken vom WDR. Na, Watzek. Ehemaliger Bergmann. Ehemaliger Bergmann. Das heißt, Sie haben die Kohle, die Sie verfeuern, selbst unter Tage abgebaut? Unter Tage abgebaut, ja. Und so lange? Fast 40 Jahre. Wo? Auf welcher Zeche? Zeche Wermersglück und Westerholt. Und jetzt kommt eine Lieferung mit Kohle, die gar nicht hier aus Deutschland ist. Wie geht's Ihnen da? Traurig genug. Traurig genug. Wir haben die so rausgemacht, da war immer unser Stolz. Und jetzt auf einmal kommt Kohle und da ist keine Kohle, was da kommt. Ja, ich habe noch eine schlechte Nachricht für Sie. Sie haben ja Nuss 3 bestellt. Ja, und die gibt es auch nicht mehr? Nee, gibt es immer mehr. Seit März nicht. Seit März gibt es sie mehr. Es gibt nur noch eine neue Eierkohle. Ich weiß nicht. Müssen wir erst mal gucken. Müssen wir uns erst mal angucken? Erst mal gucken, wie die ist. Bei Herrn Nowacek wird die Tonne Kohle direkt vors Haus gekippt. Er hätte am liebsten noch mehr bestellt, um unabhängig zu sein von den steigenden Preisen. Aber mehr passt nicht in den Keller. Herr Nowacek, die Preise sind ja unheimlich in die Höhe geschossen. Was haben Sie dafür jetzt bezahlt? 660 Euro. Fiel an der Löffel aus der Hand. Nee, also da ist, um wer soll nur bezahlen? Haben Sie irgendwann mal überlegt, von der Kohle wegzugehen? Die kam für uns eigentlich nie in Frage, aus dem einfachen Grund, das ist eine ganz andere Wärme. Jetzt sehen Sie diese ganzen jungen Leute demonstrierend auf der Straße. Haben Sie zwischendurch mal ein schlechtes Gewissen? Warum? Wenn es heißt, Kohle ist für den Klimawandel verantwortlich und für die Erwärmung? Pass mal auf, hier alles. Ich bin hier groß geworden auf der Straße. Da hat jeder Kamin und dies gemacht. An die Autos denkt keiner, dass sie den Klimawandel machen. Übrigens, die Energieversorger in NRW nutzen noch jede Menge Kohle. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 81% des Stroms aus Kohle produziert.
jedenfalls. Kohle finde ich schon irgendwie sehr Kohle ist halt schon so, also, oh nee, also auch der Umwelt zuliebe, also irgendwo muss man halt auch halt Grenzen setzen. Ne? Also. Wir haben einen wunderschönen Ofen, mit Holz wird der betrieben und den werden wir auch dementsprechend häufig nutzen. Ne? Wir heizen mit Öl im Moment noch und kaufen das quasi dann immer, unsere Tanks lassen wir dann voll machen und da kriegt man halt jetzt für das gleiche Geld nur noch die Hälfte an Öl. Wenn ich früher um die Zeiten schon Heizung im angemacht habe, bis jetzt habe ich noch nicht angemacht. Ja? Das ist ein kleiner Unterschied. Ich habe schon alle Wolldecken rausgesucht, die ich gefunden habe. Es gibt Wollsocken, dicke Pullis, klar. Ich stelle die Heizung immer auf 3 das ganze Jahr über. Dann war ich mir da eigentlich ziemlich sicher, dass das in der Regel klappt. Nur habe ich jetzt gesagt, maximal 2, so 1,5, das macht schon ein bisschen Angst auf jeden Fall. Bei uns in der WG haben wir jetzt schon den Spiegeltest eingeführt. Das heißt, wenn der Spiegel beschlagen hat, hat man entweder zu heiß oder zu lange geduscht und muss beim nächsten Mal wohl kürzer ran. Noch 12 Stunden bis zum Richtfest. Auf unserer Baustelle werden die Innenwände des Erdgeschosses installiert. Hier ist alles aus Holz und genau durchgeplant. Brauchst du einen Räuberleiter? Jede Wand wird mit 5 Schrauben fixiert. Macht 350 Schrauben in 2 Tagen. Passt! Anna, wer ist eigentlich der bessere Praktikant? Auf die Plätze. Fertig. Los. Ach ja. Ich habe Startschwierigkeiten. Aber immer ganz schön, was die hier machen müssen. Überleg mal, wie viele Schrauben die hier reinballern müssen. Und die sind auch echt nicht leicht, die Teile. Ja. Also da haben wir schon unser Fitnessprogramm vor heute. Auf jeden Fall. Aber ich finde den Anfang besonders schwer. Ja, das stimmt. Der Anfang ist schwer, weil muss ein bisschen mehr Druck. Ja, aber dann ja. Habe ich gedacht, dein Bein ist in Gefahr. Das wollte ich nicht. Ich habe Sicherheitsschuhe an. Bam. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Let's go! Anna muss Wände annehmen und in Position schaukeln. Vorsicht, bloß nicht runterfallen. Nur 2 Stunden später sind die Innenwände im Erdgeschoss montiert. Da sehen 80 Quadratmeter Bodenplatte gleich ganz anders aus. Let's go! Wir kommen hier gar nicht weiter. Oh, 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 nicht da runter. Nicht da runter her, nicht da runter her. Siehst du, haust dich schon direkt den Kopf an. Mann, 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 die will dich hören. Wie viel Platz braucht man eigentlich zum Wohnen? Ja, ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich immer mehr, oder? Tatsächlich. Vor 20 Jahren, da hatte man als Einzelperson ungefähr 37 Quadratmeter. Mhm. Und jetzt 46. Und das ist der Durchschnitt. Natürlich gibt es auch viele Familien, die mit weniger Raum zurechtkommen müssen. Aber es gibt natürlich auch den Single, der in einer schönen großen Loftwohnung wohnt. Und es gibt einen heißen Trend, der heißt, wir werden immer kleiner. Vielleicht wäre das ja auch was für Sie. Hauslieferung per Sattelschlepper. 8 Tonnen schwer, 8,40 Meter lang aufgebaut, 47 Quadratmeter groß. Im Kreis Gütersloh entsteht über Nacht die erste Tiny-House-Siedlung Nordrhein-Westfalens. Kann sowas ein echtes Zuhause werden? Mini-Haus statt Doppelhaushälfte. Für das Ehepaar Teichert wird das bald Wirklichkeit. Sie lassen ihr altes Zuhause bald hinter sich. Frau Teichert? Ja. Hallo, Anna Franken von mir. Ja, hallo. Sie ziehen um, habe ich gehört. Ja, demnächst, ja. Ja, erstes Gastgeschenk und zum Helfen bin ich auch gekommen. Ja, das ist ja super. Ganz toll. Wobei, hier sieht es ja noch gar nicht aus, als wenn wir umziehen würden. Seit 33 Jahren wohnt Brigitte Teichert hier mit ihrem Mann auf 127 Quadratmetern. Jetzt haben sie entschieden, wir verkleinern uns. Das soll alles mit ins Tiny House. Ja, ja, ja. Ich habe hier einen Karton. Ja, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und es ist ja eine riesen Herausforderung, auch zu sagen,
ich gehe jetzt hier aus meinem Zuhause raus, ja, und ziehe auf wie viel Quadratmeter? 47 Quadratmeter, ja. Tiny House, also so ein kleines Small Living, so wie genau es heißt. Das ist schon eine Herausforderung. Warum meinst du das? Ja, also da habe ich so eine These aufgestellt, also bis 75 möchte ich klar sagen, da und da bin ich. Und ich kann das auch jetzt noch selber beeinflussen mit dem Umzug, wie, wo möchte ich hin. Und dann hatte ich eine Zeitungsannonce gefunden, da war eben dieses Tiny House oder Mini House in Gräfen. Umringt von klassischen Einfamilienhäusern entsteht in Gräfen im Münsterland die erste Tiny House-Siedlung. 6 Mini-Häuser stehen hier auf der gleichen Fläche wie beim Nachbarn, ein einzelnes Haus. Mutiges Downsizing für Ehepaar Teichert. Die erste Tiny House-Siedlung Nordrhein-Westfalens? Ja. Herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Danke. Und Ihr Mann? Ja, der hakt der schon. Der hakt schon und der macht schon schön. Hallo, Herr Teichert. Guten Tag. Wir haben mal eine Kiste mitgebracht. Oh, schön. Erste Kiste im neuen Haus. Ja. Wie geht's Ihnen mit all dem jetzt hier so? Soweit ganz gut. Wir haben uns dann dazu entschieden, unser Haus zu verkaufen, ja, und zur Miete zu gehen. Wir waren dieses Jahr 70 Jahre. Da irgendwann einer von uns beiden stirbt und der andere dann allein bleibt, warum dann erst eine große Wohnung nehmen und dann wieder umziehen müssen? Also nehmen wir gleich 2 kleine Wohnungen zur Miete. Ah, das heißt 2 von diesen Tiny Houses, die jetzt sozusagen hier ihr Reich ergeben. Ja. Mhm. Das heißt dann, wenn es noch schwieriger ist von Veränderungen, braucht man keine Veränderungen. Richtig, genau. Ja, genau. Erstmal nicht, ja. Du hast ganz konsequent vom Ende gedacht. Mhm. Aber jeder hat sein eigenes Schlafzimmer, eine eigen eingerichtete Küche. Richtig. Das ist ja fast dann schon wieder Platzverschwendung, wenn man schon so wenig Platz hat. Ne? Den Luxus können wir uns auch. Haben Sie schon so Wochen ausgemacht, dass Sie sagen, so in der Woche kochst du, in der anderen Woche bin ich bei dir zu Besuch? Und Kochen wird an mir dann hängen und bleiben. Frühstücken wahrscheinlich, dass er das dann mal öfter macht. Ja, die Frühstücksküche und die Mittagsküche. Darf ich mal gucken, wie man auf 47 Quadratmetern alles ausnutzen kann? Das wollen wir sehen. Super. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad. Nur eben alles kleiner als sonst. Noch ist das Tiny House nicht bezugsfertig. Leben auf kleinstem Raum. Das können sich aber immerhin schon 23% der Deutschen vorstellen. Freuen Sie sich auf Nein zu? Ja, doch, langsam wird es Zeit, dass man doch dann auch wirklich einen Cut macht in einem alten Haus und dann hier rein. Und ja, auch so diese ganze Einrichtung, dieses ganze Drumherum erstmal wieder. Das ist total spannend. Ja, es ist spannend. Und so sieht das Schlafzimmer aus, wenn es fertig ist. Das Musterhaus war es, das Teicherts am Ende überzeugt hat. Und die beiden Innenarchitekten und Erfinder der ersten Tiny-House-Siedlung, Berit Wendthaus und Alexander Polonka. Tiny Houses sind ja jetzt eigentlich nichts Neues, ne? Sondern es gibt es auf Campingplätzen, da gibt es dann so kleine Hütten. Was ist der Unterschied? Warum ist das hier was anderes? Man muss auch sehen, dass vor allen Dingen dadurch, dass es ein ebenerdiger Grundriss ist, vor allen Dingen ältere Personen die Zielgruppe sind und dadurch auch große Häuser halt frei werden könnten wieder für Familie. Das ist ja genau Platzausnutzung, ne? Das soll ja auch ökologisch sein. Was habt ihr auf dem Dach? Also ihr habt Solar auf dem Dach für warmes Wasser und Strom? Genau, wir haben eine PV-Anlage oben auf dem Dach, was halt warmes Wasser erzeugt und den Strom erzeugt und somit auch mehr Strom, als das Gebäude überhaupt verbraucht, also ein Überschuss. Mhm. Und wenn ich jetzt als Kunde zu euch komme, muss ich das dann alles hier so nehmen? Also, ne, oder kann ich sagen, da will ich gar nicht den Staubsauger drin haben, sondern hier soll einfach mein Klavier stehen? Klar, das ist immer machbar und immer in Absprache mit den Leuten, die es dann wirklich bewohnen wollen. Ah, also hinter der Wand die Küche und alles, was nicht abgespült werden soll, wird einfach da hinten hingepackt. Genau, das ist die Theorie. Jeden Millimeter ausgenutzt, ne? Ja. Und hier haben wir... Genau, das ist während der Corona-Zeit jetzt entstanden, der Homeoffice-Bereich, wo man dann auch die Sachen mal liegen lassen kann. Hier seinen Laptop hinstellen kann. Genau, Drucker, Platz für Ordner. Und nachher macht man es einfach zu und schließt es wieder. Sehr gut, man muss die Steuerunterlagen gar nicht richtig wegsortieren. Nein, man macht einfach die Schränke zu. Also ein Tiny House, was auch gar nicht vollgestellt aussehen muss. Ne? Genau. Tiny Houses, eine Lösung für den Platzmangel in NRW. Aber bei dir in Krefeld wird ja auch kein Quadratmeter verschenkt, oder Daniel? Ja, Anna,
Kein Haus in Krefeld nutzt die Fläche besser als das. Das hier hinter mir ist der am dichtesten besiedelte Ort in Krefeld. 21 Stockwerke, 252 Wohnungen und knapp 700 Menschen wohnen unter diesem Dach. Ich will wissen, wie wohnt es sich in so einem Hochhaus? In den Städten wird es immer enger. Liegt die Zukunft des Wohnens in der Höhe? So, ich bin in der 20. Etage verabredet. Ich habe mir sagen lassen, das sind 336 Stufen und wir nehmen natürlich die Treppe, oder? Das Hochhaus am Bleichpfad wurde vor knapp 50 Jahren gebaut. Damals hatte man sich hier viel vorgenommen. Das Hochhaus galt als richtungsweisendes Projekt für eine wachsende Stadt. A, kein Name dran. Mal gucken, wo er wohnt. Der Brand. Steht hier was? Nee. 238. Hier. Hier müssen wir richtig sein. Geht ihr mal vor. Guter Morgen. Hallöchen. Guter Morgen. Hallo. Grüße Sie. Hallo. Hallöchen. Daniel, ja. Hi. Wenn man ist, immer als erstes an Kameramann dran, bitte. Daniel Aßmann. Hallo, ich grüße Sie. Dürfen wir reinkommen, alle Mann? Kommt schon. Ja? Ja, super. Klar. Zusammen mit Hündin Jella wohnt Rolf Brandt auf knapp 90 Quadratmetern, verteilt über zwei Etagen. Das wirkt ja richtig toll offen hier oben. Ja, herrlich im Ausblick. Boah. Höher wohnt in Krefeld niemand. Ist wirklich toll, ne? Also sensationell ist so die Abendsonne, wenn die so schräg kommt und die ganzen Gebäude noch mal so zusätzlich anstrahlen, ja, dann kriegt das noch mehr Kontur. Ja, glaube ich. Es ist immer, jeder Tag ist praktisch abwechselnd. Es ist immer spannend. Ja, man ist gefangen direkt. Total zentral, ja. Aber egal wo Sie hingucken, Sie gucken auch ins Grüne. Ja, ich gucke ins Grüne, ja. Ja, ja. Nochmal, wenn es das nicht gäbe, müsste man das wirklich erfinden. Ja, ich finde, so kann man sein Zuhause doch nicht schöner beschreiben, oder? Ja, ja, ja. Rolf Brandt hat bei den Stadtwerken Krefeld gearbeitet. Als Rentner will er zentraler wohnen und zieht in Krefelds hohes Haus. Ich war in der Küche dran, um mein Süppchen zu kochen. Ja. Man muss sich hier auch ernähren. Die sieht ja auch toll aus. Ich zieh mal. Vor allem, ja, kochen mit. Wer kocht mit so einem Blick? Ne, wer kann das machen? Ja, ne? Wirklich. Ja, genau. Aber wisst ihr, ich kann mir Folgendes vorstellen: Wenn Sie hier zum Cayennepfeffer greifen, dann gucken Sie. Und dann ist aber schnell eine Prise zu viel drin, oder? Ja, das erfordert hohe Disziplin, sich nicht ablenken zu lassen. Ja. Ne? Ich schaue mir mal, wenn ich darf, gerne, draußen den Balkon an. Ja. Ich bin mit so ein paar Vorbehalten natürlich in so ein Hochhaus reingegangen, weil man sich das so richtig gar nicht vorstellen kann. Aber ich bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Und die Frage, die ich mich natürlich jetzt frage, ist, was zahlt man hierfür? Also was kostet hier die Miete? Wohnen im Hochhaus hat keinen guten Ruf. Weil aber 200.000 Wohnungen im Westen fehlen und Bauland in Städten kaum vorhanden ist, setzen immer mehr Bauträger auf das Comeback des Hochhauses. Und das kann dann auch so aussehen wie hier in Mailand. Das Hochhaus in Krefeld wurde für 3,4 Millionen Euro saniert. Neue Fenster, neue Bäder, neue Heizung. Hier steht keine Wohnung leer. Ja, da kommt's hin. So, die Wohnung, ne, die Sie jetzt gerade abschließen, was kostet die Sie? Kann ich nicht sagen. Ja. 930 Euro komplett warm. So. Und ist das denn so, dass je höher man wohnt, desto schöneren Blick, desto teurer werden auch die Mieten? Oder? Ist mir nicht bekannt, dass das irgendwie ein Kriterium ist. Okay. Vor 20 Jahren war das Hochhaus berüchtigt. Doch das Image hat sich gewandelt. Es wirkt sauber und hell. Muss man mehr Zeit einrechnen, wenn man mal von 20 auf 1 möchte? Es gibt so Stoßzeiten. Ja. Ne? So, abends eben oder mittags, wenn die Schule und Kitas frei haben. Ne? Mhm. So, das gibt's schon. Ne? Also, und das ist natürlich auch spannend. Und da wird man auch mit seinen eigenen Vorurteilen konfrontiert. Ja. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Das Zuhause zu erleben, wo hat man das denn eigentlich schon? Ne? Ja. So Kontakte im Fahrstuhl, so Zufallskontakte, freundliche, unfreundliche. Absolut.
Also was ich Ihnen absolut abnehme, ist die Begeisterung, wirklich, auch nach Jahren noch, für Ihre Wohnung. Ja. Aber es muss ja auch irgendwas geben, wahrscheinlich, wo Sie sagen, ah, das ist an diesem Wohnumfeld oder an dieser Art des Wohnens nicht ganz so prickelnd, oder? Naja, wir kämpfen auch um die städtischen Flächen hier. Die sind sehr extrem vernachlässigt. Und da machen wir jetzt noch weiter Druck, dass da auch endlich was passiert. Die Anwohner haben ihre Beschwerden an die Stadt Krefeld geschickt. Von hier hat man jetzt auch noch mal einen schönen Blick, ne? Oh ja, da kommt die ganze Pracht des Hochhauses. Und dieses schöne Weiß der Betonelemente, das nennt sich Krefelder Weiß. Das ist ein Farbton, der ist extra kreiert worden. Ja. Nach der Sanierung wurde die Stadt jetzt im Umfeld aktiv. Sozialarbeiter und Quartiershelfer sind hier täglich mehrere Stunden im Einsatz. Hallo. Hallo, wir stören mal kurz. Hallo. Hallo, ich bin der Daniel. Hi. Hallo, Volker. Ich bin der Daniel, grüß dich. Hi. Wir haben gerade auch drüber gesprochen. Quartiershelfer bist du? Ja. Okay, das heißt, was machst du hier? Ich mache hier erstmal einen Rundgang durch mein Quartier. Ja. Mache Meldungen, wenn Wildmüll liegt. Ansonsten versuche ich die Leute hier ein bisschen zu motivieren, dass wir hier im Revier was ändern können, verschönern können. Okay. In der Fahrradwerkstatt repariert Volker zweimal in der Woche ehrenamtlich Fahrräder. Komm, dann packen wir das runter und das muss auch repariert werden, oder? Mhm. Ja? Ja, komm, dann hau ich mal direkt hoch hier. Test. 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 Vorsicht, die Bremsen funktionieren. Oh, die Bremse ist völlig. Welche Bremse? Da ist nichts. Ach, da ist ja gar kein Zug drin. Ja. Ja, okay. Und so kommen die Kinder dann an. Ja, ja. Und dann kannst du mal Luft pumpen und dann machst du einmal so. Und dann wirst du das direkt hier. Da wird, nee, kein Scherz, da wird mir schlecht. Ja. Da muss jetzt einmal durchgecheckt werden. Ja. Eine gute Nachbarschaft ist für das Leben im Hochhaus wichtig. So kann Wohnen in der Höhe in NRWs Ballungsräumen eine Option gegen den Wohnungsmangel sein. So, jetzt bin ich soweit. Das hat ein bisschen gedauert, Entschuldigung. Ich habe direkt mit angepackt. Faszinierend. Ja, genau. Ja, mit jeder noch so ein bisschen Handwerker. Richtig. So, aber jetzt ist es aber dringend wahrscheinlich, oder? Ja. Jetzt müssen wir mal, ne? Wo bleiben die Leckerchen? Ja, genau. Das gibt aber eine Belohnung. Das muss eine Riesenbelohnung geben. Auf Wohnungssuche mit Familie Rosenkranz in Köln. Sie haben sich auf 150 Wohnungen beworben. Bisher ohne Erfolg. Vielleicht pro Tag zwei Wohnungen, die unseren Kriterien entsprechen. Ich weiß nicht, wie man da irgendwie eine Wohnung finden soll. Wir wurden für 17 Uhr eingeladen und es waren, glaube ich, ca. 400 Leute da. Die Wohnung wird unrenoviert übergeben und der Vermieter vermietet die Wohnung trotzdem zum Höchstpreis. Wir sind ziemlich gefrustet und finden das eine Unverschämtheit. Das spiegelt natürlich wieder den Kölner Wohnungsmarkt, also unfassbar. Und der ist hart umkämpft. In keiner anderen Stadt im Westen ist der Wohnungsbedarf so groß wie in Köln. 6.000 Wohnungen müssten jedes Jahr gebaut werden. Aber im vergangenen Jahr waren es gerade mal 2.500. Nicht mal die Hälfte. Dazu kommt, dass die Miete in keiner anderen Stadt NRWs so hoch ist. Mit 13 Euro pro Quadratmeter in Kaltmiete steht Köln an der Spitze, gefolgt von Düsseldorf. Am günstigsten wohnt man im Kreis Höxter mit nur etwa 5 Euro. Und so muss sich Familie Rosenkranz bei jeder Bewerbung besonders ins Zeug legen, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Ein wahnsinniger Wettbewerb, der da einfach herrscht auf dem derzeitigen Wohnungsmarkt. Man muss in der Bewerbungsmappe irgendwie hervorstechen. Und das Hervorstechen ist dann halt ein gutes Anschreiben und die ganzen Nachweise und so. Genau, das sind unsere Schufa. Über die Einkünfte. Genau, also, Nachweis über die Einkünfte. Ne? Quasi Kontoauszug und. Genau. Also eigentlich alles Mögliche, was man sonst gar nicht freiwillig an Daten hergeben würde. Aber es sind die Spielregeln. Ne? Was man eben einfach braucht, um sich für eine Wohnung, die schön ist, zu qualifizieren. Wenn du nicht mitmachst, dann bist du direkt aussortiert. So ist das leider. Also Berlin, weiß ich, ist Schlachtfeld, in Köln sowieso auch Schlachtfeld. Egal ob Eigenheim oder Miete, man muss halt erstmal was finden. Ne? Das ist halt das große Problem. Und
Wenn ich jetzt in Bonn gucke, suche Häuser zur Miete, wird mir das günstigste mit 2,9 kalt angezeigt und dann gibt es 6 Angebote. Obwohl wir ein kleiner Ort sind, wir haben im Ort jetzt Neubauten. Da kostet halt ein Quadratmeter zur Miete 12 Euro bis 13 Euro. Und das ist auf dem platten Land, ne? Und das ist schon viel. Ich denke auf jeden Fall schon, so in unserem Alter ist es schwierig, eine Wohnung zu finden. Besonders, wenn man nicht unbedingt eine Bürgschaft von den Eltern hat oder so. Ja, ist schon traurig, dass man irgendwie sich als junges Paar nichts leisten kann. Und wenn man dann so die Generation Eltern hört, die sich in unserem Alter schon längst ein Haus gekauft hat, ja, umso trauriger. Egal wo bei uns in Nordrhein-Westfalen, mitten in der Stadt zu wohnen, können sich immer weniger Menschen leisten. Millionär müsste man sein, oder? Was schätzt du, wie viele Millionäre gibt es bei uns? In ganz NRW? Hm? Vielleicht so 1000 oder nee, so? Nee, deutlich, deutlich mehr. Bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es 6000 Haushalte, die 1 Million Euro im Jahr oder sogar noch mehr verdienen. Und wo wohnen die meist? In Meerbusch, bei Düsseldorf. Da warst du unterwegs? Mhm. Und? Ja, ich sag mal so, diese Klientel hat so ihre ganz eigenen Themen. Standesgemäß durch Meerbusch, würde ich sagen. Nicht auffallen ist heute die Devise. Und ich glaube tatsächlich, dass man so genau hier nicht auffällt. Hier in Meerbusch kommen auf 10.000 Einwohner 20 Millionäre. Das ist die höchste Millionärsdichte in ganz Nordrhein-Westfalen. Und die meisten von denen wohnen genau hier in diesem Viertel. Und man muss sagen, das kann sich auch tatsächlich echt sehen lassen. Vor etwa 100 Jahren legt Friedrich Freiherr von der Leyen die Gartenstadt Meerbusch im Ortsteil Büderich an. Er teilt sein Anwesen dafür in mindestens 1500 Quadratmeter große Grundstücke auf. Es entstehen breite Alleen, über die die gehobenen Bürger zu ihren großzügigen Villen gelangen. Wenn ich hier wohne, dann habe ich es geschafft. Aber wie wohnen Millionäre eigentlich? Ein Mann weiß das ganz genau. Seit 30 Jahren verkauft er hier die Luxusvillen an die Schönen und Reichen. Luxusimmobilienmakler Harald Robinet. Herr Robinet, hallo. Grüße Sie, hallo. Zeit für eine kleine Spritztour? Gerne. Ja? Tolle Kiste. Ja, leider nicht meins. Grüße Sie. Ja, dann blubbern wir mal los. Ja, genau. Wer wohnt hier so? Was sind da so viele Leute? Ja, witzigerweise sind hier einige Fußballer hergezogen. Ja. Viele Unternehmer, Firmenbesitzer, ja. Privatleute. Das ist so die Richtung. Sind wir ja hier eigentlich fast unter uns? Haben Sie ein paar Namen? Ja, das ist schwierig. Die Leute wollen für sich alleine leben. Deswegen sehen Sie überall, dass die Grundstücke umzäunt sind. Mhm. Sehr massiv umzäunt sind und die lassen sich nicht reingucken. Auf ihr Privatleben legen sie sehr, sehr großen Wert, dass man nichts sieht, nichts hört. Ja. Jetzt befinden wir uns ja gerade in einer wirklich schwierigen Phase. Ja. Auch wenn ich mir jetzt mal die Zinsentwicklung anschaue oder generell Inflation, was die Leute in der Tasche haben. Ja. Spüren Sie das in diesem Segment auch oder spielt das keine Rolle? Nein, spielt eigentlich wenig die Rolle. Die Grundstimmung ist schlecht, ja. Corona, Inflation, hohe Zinsen, Krieg, Gas, dann hat man keine gute Stimmung. Ja. Aber die ist in dem Metier, sind ja nicht so stark davon betroffen. Keine Krisenstimmung am Meerbusch. Die Bewohner legen für eine Villa in diesem Viertel 2 bis 9 Millionen Euro auf den Tisch. Was ist das denn für Sie für ein Gefühl, wenn derjenige oder diejenige ansetzt und unterschreibt dafür 8, 9 Millionen Euro? Ist das nicht immer noch für Sie auch noch ein Gefühl von, das ist eigentlich, krank ist jetzt das falsche Wort, aber das ist eigentlich heftig. Das ist krass. Krass, ja, klar. Ja, oder? Ja, natürlich, klar. Aber es gibt ja auch Leute, die, rechts bitte, ja. Die haben... von denen ich weiß, dass sie 300, 400, 500 Millionen haben. Nun, jetzt müssen sie die Verhältnisse auseinanderhalten. Und dann, der kauft sich ein Haus für 5 Millionen. Was macht das bei der Summe, die er als Vermögen hat, macht das aus? Das ist ein heißer Tropfen eigentlich. Ja, ja. Also der kann sich das erlauben. Die Tore in Meerbusch bleiben für uns verschlossen. Ich darf den Luxusmakler aber ins nahe Düsseldorf-Oberkassel begleiten. Hier kontrolliert er die Alarmanlage eines Millionen-Penthouses. Und ich darf mit rein. Kümmert ihr euch ums Auto? Und wie würden Sie gern wohnen? Ein kleines Häuschen an der Ostsee. Ja, ich würde schon die Villa nehmen, ich brauche den Platz. In Bonn gibt es ja ganz viele Stadtvillen. Das finde ich super stylisch. Ich finde halt Bayern, die Berge, so wunderschön. Wir haben da mehrfach Urlaub gemacht. Und wenn ich könnte, würde ich da hinziehen.
572 Einkommensmillionäre zählt Düsseldorf insgesamt. Damit ist die Stadt Spitze in NRW. Diese Luxuswohnanlage in Oberkassel bewohnen Profifußballer und UnternehmerInnen. Das ist jetzt der große Moment eigentlich, oder? So ein bisschen. Ja, willkommen. Groß passt doch. Großer Moment passt doch. Willkommen. So, ich checke normalerweise das immer alles hier. Ja. Dann mache ich erstmal. Darf alles. Ich mich ein bisschen umschauen in der Zeit? Alles klar. Ja? Beleuchtung ein. Ich empfinde gewisse Beinfreiheit. Mach ich mal. Krass. So, alles funktioniert. Ja, sehr gut. Die Elektronik, das Pendelbild, alles funktioniert. Ich habe mich gerade gefragt, kochen die Leute mit so einem Billionen ja. schweren Konto überhaupt? Oder ja, lassen sie sich alles klar. bestellen? Oder sie haben einen Koch. Ja, oder so. Ja, gut. Oder lassen kochen. Sie, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Doch, kommt schon vor. Ne? Okay. Wenn man Gäste hat, lädt man den Koch ein und dann wird hier gekocht. Aber die Küche war ja noch nie benutzt, weil es hat noch nie einer hier gewohnt. Seit 9 Jahren ist dieses Penthouse komplett bezugsfertig, aber unbewohnt. Der vielleicht teuerste Leerstand in Nordrhein-Westfalen. Hallo? Wir waren ja vor 5 Jahren schon mal hier in der Wohnung der WDR. Da stand sie auch leer. Ja. Jetzt steht sie immer noch leer. Ja, das ist manchmal im Leben so. Was kostet denn das Schätzchen? 4,5 Millionen Euro ohne Tiefgaragenplatz. War damals, vor 10 Jahren, als das Haus gebaut wurde, eine der teuersten Wohnungen hier in Düsseldorf. Ja. Ist sie aber nicht mehr. Es gibt in der Zwischenzeit deutlich teure Wohnungen mit 14, 15 bis zu 18.000 Euro im Quadratmeter teurer, also die gerade jetzt neu gebaut werden. Der Markt gibt das her und die haben auch eine hohe Nachfrage und sie werden verkauft. Okay. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ja wirklich ein Wohnproblem. Wir finden keinen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum. Und auf der anderen Seite komme ich jetzt in eine Immobilie, die traumhaft schön ist, die aber auch nicht bewohnt wird, obwohl das Klientel das doch wahrscheinlich bezahlen könnte. Wie gehen Sie persönlich mit der Diskrepanz um? Es ist ein Unterschied. Die Wohnungsnot betrifft jetzt nicht diesen Klientelkreis, in dem wir hier bedienen. Es ist schräg, dass sie leer steht. Ja, okay, da kann man auch nichts machen, aber man kann es auch nicht herbeizaubern. Zumindest für Reiche gibt es offenbar genug Wohnraum in NRW. Mit der Immobilie, mit dem Blick, wir sind auf der Sonnenseite des Lebens jetzt gerade. Ja, natürlich. Wir haben auch gerade kurz über die Schattenseite gesprochen. Ja. Was würden Sie sich als Immobilienmakler wünschen in unserer Wohnsituation, in der wir uns gerade in Nordrhein-Westfalen befinden? Ich würde mir wünschen, die Bauämter würden mir Baugenehmigungen zulassen, damit es schneller geht. Der ganze behördliche Verwaltungsapparat müsste schneller reagieren, damit mehr Wohnraum geschaffen werden kann. Grundsätzlicher Art, unabhängig, ob das jetzt sozialer Wohnraum ist oder teurerer Wohnraum ist. Die sollten schneller Baugenehmigungen erteilen. Ja. Mehr Wohnraum auch auf bisher ungenutzten Flächen. Wie bei dir, Anna, am Rhein. Ja, ich bin im Düsseldorfer Medienhafen. Und da stellt sich die Frage, liegt die Zukunft des Wohnens vielleicht auf dem Wasser? Oh, hier auf dem Wasser will man sein, fühlt man sich sofort wohl. Herr Gast, Sie können sich hier in Düsseldorf im Yachthafen vor Anfragen kaum retten. Ja, kann man so sagen. 2 Jahre Corona hat einen Wahnsinnsboom ausgelöst. Wer kein Wohnmobil gekauft hat, hat ein Schiff gekauft. Und nicht nur unser Hafen, sondern fast alle Häfen und Marinas in Deutschland sind voll. Rolf Gast ist Besitzer der Marina in Düsseldorf, dem ältesten privaten Yachthafen am Rhein. In Nordrhein-Westfalen gibt es 120 Häfen, mehr als in jedem anderen Bundesland. Dass die Leute am Wasser und auf dem Wasser wohnen wollen, ist erst seit ein paar Jahren richtig gefragt. In den Niederlanden ist Wohnen auf dem Wasser aber längst Standard. Schwimmende Häuser auch als Lösung für den Platzmangel. Ganze Siedlungen werden hier ins Wasser gebaut. In Hamburg entstand am Viktoriakai vor ein paar Jahren Deutschlands erste Wohnsiedlung auf dem Wasser. 7 Häuser wie auf einer Perlenkette aneinandergereiht. Aber es ist die einzige Siedlung dieser Art in Deutschland. Wohnen auf dem Wasser, warum geht das bei uns in Deutschland so schwer? Das geht deswegen so schwer, weil die Städte wie Düsseldorf oder Köln oder Koblenz entlang des Rheins
überhaupt kein Interesse an der Wohnentwicklung auf dem Wasser haben. Wie kann das sein? Es entgeht ihnen Grundsteuer, es entgeht ihnen Grunderwerbsteuer. Sie haben keinen Einfluss auf die Architektur. Sie wissen nicht, wer wo wohnt. Mhm. Ja? Und das alles zusammen ist eine Gemengelage, die schwierig ist. Dürften Sie denn hier in Düsseldorf sagen, wir stellen hier an die Mauer 20 Hausboote? Keine Chance. Was müsste passieren, dass das geht? Muss man die Baurechtsordnung ändern? Nein, ich glaube, das, was passieren muss, ist, ist jetzt sehr weit hergeholt. Aber der Klimawandel, der wird das alles befeuern. Aber wäre ja ein Trend, da könnte man ja hingehen, auch im Zuge der Nachhaltigkeit? Es wäre ein Trend, sage ich mal, für die Zukunft, Hausboote zu entwickeln, die autark sind, die eben Flusswasser nehmen für eine Wärmepumpe, die wie dieses Schiff hier die Sonne nehmen, die den Wind nehmen, ja? Weil auf dem Wasser haben sie einfach alles. Hm. Und was würde uns das fürs Wohnen bringen in Nordrhein-Westfalen? Das würde vielleicht eine Entzerrung bringen, insofern, dass eben auch junge Menschen die Möglichkeit hätten, preiswert aufs Wasser zu kommen. Doch das ist es bisher leider noch gar nicht. Heute ankert hier ein ganz besonderes Schiff. 15 Meter lang, mehr als 5 Meter breit, 65 Quadratmeter Wohnfläche über 2 Etagen. Kostet 800.000 Euro. Boah, das sieht ja so schön aus. Meine Güte, was für eine Dusche. Dusche mit Hafenblick. Genial. Oh Mann. Hier kann man einen schönen Frühstückskaffee trinken. Und was ist eigentlich das Highlight? Nein. Ja. Nein. Bitte gut festhalten, weil die Tritte sind etwas kurz. Ja. Das ist ja unfassbar. Und ich kann arbeiten und Sachen wegräumen. Richtig. Aber das ist echt schön. Aber mal allen Luxus beiseite. Wohnen auf dem Wasser könnte in Nordrhein-Westfalen eine Idee für die Zukunft sein. Denn unsere Flüsse im Westen sind sauberer denn je und Platz gibt es hier auf jeden Fall genug. Zurück auf der Baustelle von Familie Schneider. In 10 Stunden wollen wir mit ihnen Richtfest feiern. Jetzt bekommt das Erdgeschoss seine Deckenteile verpasst. Und zwar von Anna. Hier ranziehen. Tempo gut? Jo. Super, Anna. Für Familie Schneider geht ein Traum in Erfüllung. 2 Jahre warten sie und ihre 2 Jungs auf diesen Moment. Hallöchen. Hallo. Na, ihr zwei? So, mal kurz vorgestellt, das sind unsere Bauherren oder Baudamen, kann man auch sagen, ja, Agathe und Bernd. Genau. Und wie fühlt es sich an, wenn man es jetzt so sieht, wie es entsteht? Ja, aufregend. Man hat lange drauf gewartet und jetzt in so kurzer Zeit. Wahnsinn, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie lange habt ihr auf diesen Traum gewartet? Wenn man alles so zusammenrechnet, so 1,5 bis 2 Jahre, genau kriege ich es jetzt nicht mehr zusammen, aber also mit 2 Jahren kann man schon rechnen. Ja. Worauf freut ihr euch denn jetzt als erstes, wenn es jetzt irgendwann mal heißt, so, hier ist der Schlüssel? Ja, dann geht es erst drinnen mal so richtig los von unserer Seite. Auf alles. Also ich freue mich einfach drauf, wenn wir dann irgendwann mal fertig sind und dann wirklich die letzten Kartons dann hier reintragen und dann, sobald man dann mehr oder weniger die erste Nacht dann im eigenen Haus schläft. Ja gut, jetzt, wenn was schief ist, Anna war schuld, sagen wir einfach. Ne? Da kommen wir nochmal wieder. Ne? Gut. Auf dem Land bekommt man einfach mehr für sein Geld. Und es gibt einen Landkreis, da ist es so günstig wie sonst nirgendwo bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und trotzdem schrumpfen dort seit Jahren die Dörfer. Also, wenn es einen Ort gibt, an dem sich Fuchs und Hase tatsächlich gute Nacht sagen, dann könnte das hier sein. Aber zumindest nicht Gott verlassen. Wohnen auf dem Land, ganz im Osten von Nordrhein-Westfalen.
Doch der Landkreis Höxter hat ein Problem. Er schrumpft seit Jahrzehnten, die Bevölkerung nimmt ab. Mehr als in allen anderen Landkreisen von NRW. Ich habe gedacht, hier vielleicht jetzt so ein kleines Käffchen oder so, aber so wie es scheint, ist hier die Küche schon länger kalt. Eigentlich kenne ich hier niemanden, aber ein Neuer wie ich fällt hier sofort auf. Ja, sicher. Ja, klar, komm ran. Komm rüber. Ich werde verrückt. Was machst du denn hier, ey? Ja, ich guck mal, wie man hier so wohnt bei euch auf dem Dorf. Daniel Aßmann. Ja. Im Fernsehen siehst du dort und jetzt steht er vor der Tür. Ich werde verrückt. Wer hätte das gedacht, ey? Grüß dich. Hallo. Ja. Mann. Wohnst du hier? Drüben. Ja? Die Kneipe gibt's schon seit, weiß ich nicht, 10 Jahre nicht mehr. 10 Jahre schon nicht mehr? Nee. Die Tante, die war 80 Jahre alt. Ja. Feierabend, ja. Altersheim. Ist das schade eigentlich, ja, oder? Ja, ist so. Ja. Dorf, Wandel ja. der Zeit. Ja. Wie ist es denn hier auf dem Dorf, wenn du sagst Wandel der Zeit? Wie wandelt sich die Zeit hier im Dorf? Tja, es sind Leute, die Jüngeren ziehen weg. Mhm. Häuser stehen leer. Mhm. Du hast ja keinen Laden. Die Ärzte sind weit weg. Das ist das nächste Problem auf den Dörfern, dass du die Ärzte nicht hast, ne? Ja. Wenn du einkaufen gehst, deinen Alltag bestreiten willst, wie viel musst du fahren? Oder kommst du überhaupt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier zurecht? Oder wie ist das? 7 Kilometer nach Borgentreich oder ins Hessenland, Hofgeismar, Bewrung. Immer so 20 Kilometer, die du fahren musst. Ja. Ne? Und dann bist du ja auf so einem kleinen Dorf schon wirklich auf Deutschland am Arsch. Ne? Ja. Die Leute sterben oder ziehen weg. Häuser stehen leer und immer mehr Bewohner fragen sich, was soll ich hier? Irgendwie ist das wie so ein Teufelskreis, wie ich finde. Ne? Leerstand sorgt für Leerstand und so ein verlassenes Haus macht so ein Dorf ja auch nicht zwangsläufig schöner. Und da überlegt man sich natürlich zweimal, ob man nochmal zurückkommen möchte. Wie kann man die Dorfflucht stoppen? In den vergangenen 20 Jahren -8,7%, der stärkste Rückgang in NRW. Das Landleben, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich nichts für mich. Auf dem Land, aber nicht in Deutschland auf dem Land. Wenn man so das Großstadtleben gewohnt ist und gewohnt ist, dass immer alles so laut und wach ist, ist es, glaube ich, schwierig, dann irgendwo hinzuziehen, wo ab 7 keine Busse mehr fahren. Heute bei den Benzinpreisen, da suchen die sich wieder mittlerweile Wohnungen näher zum Arbeitsplatz. Das heißt also irgendwo in der Stadt oder im Ballungsgebiet. Muss man ja auch alles bezahlen, ne? Dorfleben macht schon auch Spaß, wenn so jeder jeden kennt und du bist so direkt in der Natur und so. Also ich könnte mir eher noch vorstellen, so Richtung München mal zu ziehen oder Richtung Berlin zu ziehen, also so große Städte, ja, aber niemals aufs Land. Ein Mann im Kreis Höxter wehrt sich gegen den Trend. Hartmut Lüdeling, der Dorfretter, denn aufgeben ist nicht. Hallo. Hallo, Herr Hoffmann. Grüß dich, Herr Lüdeling. Hallo. Oder wie ich sagen würde, grüß dich, Herr Dorfretter. Ach, das ist ja ein bisschen hochgestochen. Ja. Ja, sind Sie ja nicht alleine, ne? Ja. Aber so kann man sich jemanden vorstellen, der sagt, mir liegen die Dörfer am Herzen, ich möchte da was machen. Also ich brenne dafür. Ja. Und eigentlich blutet einem das Herz, wenn man so sieht, dass diese wunderschöne Bausubstanz den Bach runtergeht. Ja. Und dann will man was tun. Das sieht ja als Substanz, so als alter Hof, das sieht ja toll aus. Ja. Aber wenn ich den jetzt kaufen wollen würde, würde ich auch sehen, oh, da ist so einiges zu tun. Ja, wie schwer ist das denn, für so ein Objekt einen Käufer zu finden? Es war sehr schwer. Mhm. Und wie gesagt, es hat ja jetzt auch lange gedauert. Ich bin gespannt, wie es innen drin aussieht. Also ich habe extra Helme mitgebracht, ja, weil ich glaube, es stürzt alles ein, wenn wir da reingehen. Ich bin über 2 Meter hohen Müll gestiefelt. Ja. Und ja, so ein bisschen Sorge habe ich jetzt, okay, ne, dass wir da heil wieder rauskommen. Ja, wir probieren es mal zusammen, ja? Ja, genau. Alles klar. Der Bauer des Hofes ist vor über 30 Jahren gestorben. Seitdem hat hier niemand mehr gewohnt. Hartmut Lüdeling hilft Dörfern, genau solche Objekte wiederzubeleben. Seit wenigen Wochen gibt es einen neuen Eigentümer. Verfall an allen Ecken und Enden. Ne? Absolut. Wir gehen jetzt mal in den Wohntrakt. Also das ist schon spannend, ne? Jetzt hier so ein altes Haus mal so zu entdecken. Ja. Boah. Ja. Das sieht ja, das ist ja mega interessant. So ein bisschen neumodern, würde man sagen, so ein Lost Place. Ne?
Da gehen wir mal hier rein. Ja. Müssen nur aufpassen für die Nägel. Ah ja. Ich würde sagen, Esszimmer und Küche mal gewesen, so oder? So ist es, genau. Ja. Funktioniert hier gut, oder? Wer hier kauft, muss nur den Grundstückspreis zahlen. Im Kreis Höxter kosten Grundstücke durchschnittlich 82 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich, in Köln sind es 1.365 Euro. Honecker-Skandal. Der Honecker-Skandal von A bis Z. Ausgabe 5. März 1992. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Da sieht man mal, ja. Hat man, kriegt man ein bisschen ein zeitliches Gefühl dafür, wann das hier stehen geblieben ist, die Zeit. Genau. Weil ich mich gefragt habe, wir sprechen ja darüber, wie wohnt NRW? Und ich frage mich, wer wohnt so? Was sind das für Menschen, die sich so ein Objekt dann zulegen? In der Regel würde ich sagen, sind die handwerklich Orientierten. Okay. Das ist so die Kerngruppe. Oder Leute, die über so einen Personenkreis in der Nachbarschaft, in einen Freundeskreis verfügen. Okay. Wo man einfach auch reingehen kann und sagen, das mache ich. Sind das dann eher Leute aus der Stadt oder sind das Leute, die das dörfliche Leben gewohnt sind? Hat man jetzt mittlerweile die Stadtflucht? Oder? Wir haben Stadtflucht. Ja. Also davon gehe ich aus. Die Nachfrage wird immer mehr im ländlichen Raum. Und das finde ich natürlich für unsere Arbeit total interessant. Aber man merkt eben an den Kundschaften, dass es also deutlich zunimmt. Unentdeckte Wohnträume. Hier auf dem Land gibt es sie. Günstige Grundstückspreise und die eigene Biogasanlage wie hier in Löwen. Heizen kostet nur 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Viel weniger als im Rest Nordrhein-Westfalens, mit Heizkosten bis zu 52 Cent. Könnte sich das Blatt für den Kreis Höxter also doch noch wenden? In diesem Neubaugebiet in Brake sieht es tatsächlich so aus. Rückkehrerfamilie Christoph hat sich getraut. Hallöchen! Hi! Hi! Mensch, das sieht aber toll aus bei euch. Ja, ne? Habt ihr euch schon schön gemacht, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, flatsch neu, oder? Ja, kann man so sagen. Ich würde ja gerne auch mal reinkommen, wenn ich darf. Ja, gerne, komm rum. Komm ich nach vorne? Ja. Alles klar. Ja, muss ich den Helm wieder aufsetzen? Ich sehe gerade, euer Grundstück ist ein bisschen was größer. Das wäre gut. Bis gleich. Jo. Das Grundstück von Familie Christoph ist 700 Quadratmeter groß. Hier gibt's offenbar noch was fürs Geld. Habe ich euch in der Pause gestört, oder genau, was? Genau, wir haben gerade mal ein bisschen Pause gemacht. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Jetzt ja, geht's komm, weiter. Dann packe ich direkt mit an, würde ich sagen, oder? Hier, da oben sitzt ja schon der Meister. Wie heißt du denn? Ole. Der Ole. Hier, Ole, wir geben bei dir an. Und wer bist du? Ida. Ida und? Hedi. Hedi. Ja, schön. Alle seid ihr da. Und wohnt ihr gerne hier? Ist das schön, hier zu wohnen? Mhm. Ja, ne? Das war einstimmig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und die Eltern, wohnen die denn auch gerne hier? Ja, mittlerweile schon, ne? Papa kennt es ja nicht anders. Das heißt, du kommst von hier? Und warst auch, bist du jemals weggegangen, oder? Ja, ich bin fürs Studium nach Bielefeld und Paderborn gezogen. Ja. Und als das Studium beendet war, bin ich dann ins Rheinland beruflich gezogen. Okay. Und bin dort 20 Jahre lang geblieben. Und habe dann den Entschluss mit meiner Frau zusammengefasst, wieder zurückzugehen in die alte Heimat. Ja, was war dann so der ausschlaggebende Grund? Die Kinder dann tatsächlich? Oder? Genau. Ja? Ja. Was versprecht ihr euch denn davon, dass die Kinder hier aufwachsen? Ländlich, nicht eben in der Stadt? Hier ist es einfach mit den Kindern etwas behüteter, für mein Empfinden, genau. Und die Gemeinschaft spielt hier nochmal eine ganz andere Rolle als in den Ballungszentren, in den Städten, genau. Ja, ich finde, gemeinschaftlich haben wir das auch ganz gut hier zu Ende gekriegt. Oder, Ole, komm, ich nehme mich runter. Jetzt geht's runter. Nicht, dass du mir hier runterfällst. Jo, jawohl, wunderbar. Dann zeigt er mir jetzt mal eure Zimmer, oder? Ja, ja, muss doch, oder? Für ein Kinderzimmer. Ja? Ja, willkommen. In Höxter scheint die Talsohle erreicht. Die ersten ziehen zurück aufs Land. Laut Immobilienmarktbericht haben Häuslebauer 2021 im Kreis Höxter über 2000 Grundstücke gekauft. Ein Anstieg um 7%. Ja,
Wo ist eine Absperrung? Ach, hör mal, ich dachte, die Baustelle wäre fertig. Ja. Hier ist die Absperrung. Nein, wenn ich fertig bin. Ihr macht das aber auch spannend hier. Hör mal, ihr könntet beim Fernsehen arbeiten. Ja, bitte. Wow. Boah, da ist ja ein riesen Tiger da drin. Ach, und da sind deine Playmobil-Männchen? Ja. Cool. Aber du fühlst sie richtig wohl hier, ne? Mensch, toll. Aber ihr habt ja, wirklich echt schön Platz, muss man sagen. Ne? Ja, 200 also, Quadratmeter. Ne? 200 Quadratmeter, ja. Ja, ich meine, die muss man sich auch erstmal leisten können. Ne? Also von so einem Grundstück kann man in stadtnaher Lage oder sogar in städtischer Lage natürlich nur träumen. Ne? Preislich kann man sich, oder kann sich halt auch nur ganz wenige erlauben, ne? In der Stadt dann noch. War das für euch auch ein Grund dafür, um rauszuziehen aufs Land? Genau, das war mit ein Kriterium, was natürlich uns gut in die Karten gespielt hat. Also man kann gut sagen, dass es rund die Hälfte ist, was man hier auf dem Land bezahlt. Also wenn man im rheinisch-bergischen Kreis ein Grundstück für ja, 130.000 Euro gekauft hat, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, dann ist es hier für 65.000 ohne Nebenkosten zu erwerben. Ja, ja. Jetzt sehe ich bei dem Nachbarn zum Beispiel, der Nachbar hat eine dicke Kamera an der Hauswand. Ist das Landleben unsicher, so unsicher wie in der Stadt? Oder vielleicht du auch als Polizist kannst da sicherlich so mal ein Gefühl geben. Wenn man nach den reinen Einbruchszahlen geht, leben wir hier schon mit in den sichersten Regionen. Ja. Von Nordrhein-Westfalen. Für die anderen Regionen kann ich gar nicht sprechen, aber ja. Das war auch einer der Gründe, warum wir hingezogen sind. Das wirkt alles wie das perfekte Familienleben hier auf dem Land. Aber es muss ja sicherlich auch irgendwas geben, was du aus der Stadt anders kennst und was du jetzt irgendwie vermisst, oder? Richtig, ich persönlich vermisse meine Freunde natürlich, die ich zurückgelassen habe. Okay. Nur das Einrichtungshaus, das schwedische, das ist mir ein bisschen weit entfernt. Ja. Genau, da muss man einfach 50 Minuten für fahren. Und vorher waren es 20 Minuten. Mhm. Und das ist einfach eine Umstellung, aber alles machbar. Aber nicht alle können aufs Land ziehen. Und nicht alle wollen das. Familie Rosenkranz möchte in Köln bleiben. Sie suchen seit 10 Wochen ohne Erfolg. Wir sind halt mal damit gestartet, dass wir gesagt haben, okay, wir messen jetzt mal an unserem jetzigen Mietpreis. Der ist hier bei 10 Euro kalt. Und zum Teil haben wir uns auf Wohnungen schon beworben, wo der Preis deutlich auch über dem ist, was wir zu vertreten, so bei 14, 15 Euro pro Quadratmeter. Und wenn man das jetzt halt mal zurückrechnet, ist das quasi fast eine 50-prozentige Steigerung auf den Quadratmeter gesehen. Ja. Und das ist schon, da merken wir, da gehen wir Kompromisse ein, da machen wir die meisten Abstriche. Trotzdem finden sie nichts. So, hier eine kurze Zusammenfassung unserer Wohnungssuche und was in der letzten Woche alles passiert ist. Ja, eigentlich nicht viel. Wir haben einige Wohnungen angeschrieben. 2 Rückmeldungen waren beides Absagen. Wir haben jetzt leider wieder eine Absage erhalten auf eine Wohnung, wo wir uns beworben haben, die, wie wir herausgefunden haben, stattdessen an eine Einzelperson vergeben wurde, weil die Mieterin, die unterhalb dieser Wohnung wohnt, sich keine Kinder im Haus wünscht. Dass Wohnungen an Einzelpersonen vermietet werden, das ärgert uns natürlich absolut. Weil gerade wenn wir dann in die engere Auswahl kommen und dann stehen wir da und dann steht da eine Einzelperson. Und im Endeffekt bekommt eine Einzelperson eine 90 Quadratmeter Wohnung. Da sind wir schon manchmal sehr, sehr frustriert. Ja. Tatsächlich ist Köln trauriger Spitzenreiter. 51% der Menschen wohnen hier allein. Und das verschärft die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Domstadt zusätzlich. Zurück im Sauerland. Wird unser Haus heute fertig? Nur noch 7 Stunden, dann muss das Haus mit Dachstuhl stehen. Jetzt kommen die Außenwände des ersten Stocks. Geht noch ganz schön früh los. Jo, Sie sind schon voll dabei. Da wird das nächste Teil schon wieder hochgezogen. Ein Teil steht schon. Und wir haben ja heute auch einiges vor. Ne? 3 Lkw kommen noch. Ja. Dann steht aber hier nachher auch das Dach. Ja, ja, Richtfest. Genau. Und ich glaube, da sind wir auch gut aufgehoben beim Basteln des Richtkranzes. Und beim Suchen des Spruchs. Du suchst einen Spruch raus. Ja. Dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen heute. Jedes 5. neu gebaute Haus in Nordrhein-Westfalen ist ein Fertighaus.
Tim Kirchhoff ist Chef der Fertighausfirma. Das Familienunternehmen ist seit Jahrzehnten im Sauerland verwurzelt und baut ausschließlich Holzhäuser. Was ist das für ein Jahr, dieses 2022? Ja, eigentlich ein verrücktes Jahr. Warum? Lassen Sie uns teilhaben an diesem verrückten Jahr. Ja, 2022 war ein ganz besonderes, herausforderndes oder ist noch ein sehr herausforderndes Jahr. Ich bin vor 20 Jahren in die Firma meines Onkels mit eingestiegen. Und wir haben also 19 Jahre haben wir immer für den Preis gebaut, den wir unterschrieben haben. Und das hat sich also seit letztes Jahr im Sommer hat sich das geändert. Sodass das also für uns und für unsere Kunden sehr, teilweise sehr kompliziert geworden ist. Das heißt, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, ich möchte ein Haus gebaut haben? Nein, im Moment bestellt keiner ein neues Haus, weil wir einfach, weil alles unsicher ist. Und es ist ja auch nicht nur das Haus. Ja, die Kosten werden ja auch noch beeinflusst. Es muss gebaggert werden, es muss ein Keller gebaut werden. Es sind sogenannte Baunebenkosten. Ja, und das ist alles im Moment sehr schwer kalkulierbar. Und deswegen werden im Moment fast keine neuen Aufträge erteilt. Können Sie sagen, wie viel das kostet? Also wenn ich mir so ein schönes Haus hier von Ihnen hinstellen lasse? Das ist ein Einfamilienhaus mit ungefähr 150 Quadratmetern. Ja, das wird dann irgendwo bei 450.000 Euro liegen. Plus Keller unten drunter, 100.000, ist mal bei 550.000. Dann kommen die Erdarbeiten dazu, Baggerarbeiten, bis der Garten fertig ist. Also man muss einfach, völlig unabhängig von der Bauweise, man muss irgendwo mit Kosten zwischen 500.000 und 600.000 Euro, muss man, vielleicht auch 700.000 Euro muss man rechnen. Ich habe da unten zwei kleine Erben gesehen, die wollen das Haus ja irgendwann auch mal selber bewohnen. In ganz vielen Jahren. Hält denn so ein Haus so lange? Ja, wir sind ja hier im Sauerland, der Sauerländer an sich ist sehr konservativ. Ja, und da ist das oft so, dass die Eltern oder Schwiegereltern unserer Bauherren, die sagen, nein, es wird gemauert, das ist das einzig Wahre. Ja, und das kommt vielleicht daher, weil, ich sag mal so, die ersten Fertighäuser von vor 40, 50 Jahren, das waren solche Wände, da war die Qualität natürlich eine ganz andere, wie sie heute gebaut wird. Also das hält Generationen. Inzwischen sind die Außenwände des ersten Stocks fast fertig montiert. Und noch ist der Blick von hier oben ganz unverstellt. Das ist toll, ne? Sieht richtig gut aus, ja. Auch hier zählt Lage, 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 ne? Ja. Nachbarschaft aber vielleicht auch. Ja, das auch. Ich meine, hier sind wir auf dem Land, aber in der Stadt, da kann es natürlich sehr schnell anonym werden. Mieter kommen und Mieter gehen. Kennen Sie eigentlich Ihre Nachbarschaft? Es geht aber manchmal auch anders. So kommunemäßig zusammenleben in der großen Gemeinschaft. Das ist gar nicht so wie bei den 68ern. In 2022 sieht das so aus. Eine ungewöhnliche Gemeinschaft in einem ungewöhnlichen Gebäude. Das finde ich sehr gut, dass man daraus was macht. Neugierig wäre ich auch, ja. Ich bin ja schon als Kind hier rumgerannt und der stand ja die ganzen Jahre leer. Jutta Büschkes wohnt seit 3 Monaten in diesem ganz speziellen Wohnhaus. Vor Bomben ist sie hier sicher, aber das ist nicht der Grund, warum sie eingezogen ist. Wir sind hier in unserem sogenannten Lebensmittellager. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen spärlich bestückt, aber die Idee ist, dass wir hier alle zusammen Lebensmittel einkaufen und dann wieder verteilen und, was schon super funktioniert, auch zum Beispiel gerettete Lebensmittel einkochen. 60 Menschen wohnen in diesem Hofbunker. Ein Konzept für städtisches Wohnen der Zukunft. Sie wollen eines der nachhaltigsten Wohnprojekte Deutschlands werden. Apfelmus oder Gurken? Ich würde sagen Apfelmus. Apfelmus, okay. Der Dirk mag den so gerne. Ja. Alles klar. Tschüss. Petra und ihr Mann haben sich eine der größeren der insgesamt 24 Wohnungen gekauft. 86 Quadratmeter hinter meterdicken Betonwänden. Kaufpreis pro Quadratmeter 4.000 Euro. Doch noch läuft nicht alles wie geplant, denn der Bau ist nicht fertig geworden. Also als wir das erste Mal hier vor dem Bunker standen, das war sehr spannend, aber auch sofort mit dem Gedanken verbunden, das wird eine große Herausforderung. Und die Vorstellungskraft entwickelte sich eigentlich erst zunehmend, als dann die ersten Fensternischen hier wirklich herausgebrochen wurden. Wir wollten einziehen am 8. April und etwa 10 Tage vorher sollte eigentlich unsere Wohnung fertig sein. Das war sie nicht. Das macht natürlich auch ganz viel an Frustration. Und das ist natürlich auch etwas, womit wir auch erstmal uns arrangieren müssen.
Die Heizung des neuen Wohnbunkers funktioniert noch nicht. Auch Jutta Büschkes wird erstmal mit teurem Strom eines Energieversorgers heizen müssen. Ja, hier sind wir jetzt auf unserer Dachterrasse. Noch ziemlich im Bauzustand. Aber was man besonders schön sieht, hier ist eine wunderschöne Lärchenholzfassade. Und ganz oben sieht man unsere Heizung quasi. Dort steht die Mobilfunkantenne. Und diese Mobilfunkantenne liefert uns im Winter die Wärme. Unterm Dach gibt es eine Technikzentrale und dort wird die Abwärme abgefangen und in ein Kapillarrohrmattensystem übergeführt, was auf der Außenwand montiert ist und dann diese ganze Masse an Beton erwärmt. Und etwa so soll es mal aussehen. Bis das neuartige Heizsystem funktioniert, stehen hoffentlich auch Chillecke, Yogaraum und Dachgarten. So, ich räume mal kurz weg. Hier ist nämlich mein Bett. Ich bin in der kleinsten Wohnung hier. Und da muss man ein bisschen Platz sparen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich in der Hängematte schlafe. Das kann man dann aber schön praktisch zusammenpacken und in die Tonne stecken. Und Deckel zu. Und man hat ein Wohnzimmer. Wohlfühlen hinter Mauern, die einst einen ganz anderen Zweck erfüllen sollten. 1942 entsteht der Hochbunker in Herne-Soding. Mehr als 2300 Menschen finden hier Schutz, wenn für die Arbeiterfamilien der nahen Zeche die Sirenen heulen. Insgesamt soll es in NRW 467 Hochbunker geben. Aber nach dem Kalten Krieg beschließt der Bund, Bunker und Schutzräume in den westdeutschen Bundesländern aufzugeben. 84 Schutzbunker werden danach in NRW verkauft, 116 vermietet. Als ich mich damit angefreundet habe, in einen Bunker zu ziehen, waren eigentlich meine ersten Gedanken, dass der Bunker ja aus ganz speziellen Zwecken gebaut wurde und vor allen Dingen auch von ganz speziellen Menschen. Also es ist ein Gebäude, was ja nicht aus Freude gebaut wurde, sondern zu Kriegszeiten. Und dann ist die Frage, was macht das mit mir? Aber irgendwie will man ja doch diesen Menschen auch Respekt zollen, dass sie das gebaut haben. Und dass wir das jetzt als Wohngebäude nutzen dürfen, ist sozusagen auch dieser Respekt an die Menschen, die dazu gezwungen wurden, das hier zu bauen. Und das ist schon ein Gedanke, der ist mir auch sehr wichtig, wenn ich hier wohne, dass ich das bedenke. So eine Art Höhlengefühl habe ich hier und fühle mich total wohl und geborgen auch. Jutta und ihre MitbewohnerInnen wollen sich reduzieren, weniger besitzen und eigene Dinge in Zukunft gemeinsam nutzen. Dafür trifft sich ein Teil der neuen Nachbarschaft heute im Gemeinschaftsraum. Die Schneidemaschine will die Conny abgeben, davon haben wir aber tatsächlich noch eine zweite. Also wäre das okay, wenn wir die im Flohmarkt veräußern? Auf jeden Fall. Okay. Auch nicht schlecht. Das ist eine sinnvolle Sache. Dinge, die hier im Grunde über sind, nochmal einem zweiten Leben zukommen zu lassen, ist doch super. Solche Aktionen bieten ja auch immer eben halt Austausch und ein Zusammenkommen und wir fühlen uns hier sehr wohl. Mitten in Herne. Eine nachhaltige Lösung gegen den Wohnungsmangel in der Stadt. Immer mehr Menschen suchen neue Wohnformen, auch im Alter. Also ich hoffe, dass wir eigentlich da, wo wir jetzt wohnen, wohnen bleiben können bis zum Schluss. Wenn ich mal alt bin, will ich auf jeden Fall nicht in einem Altersheim wohnen an sich, aber so betreutes Wohnen könnte ich mir schon vorstellen. Ja betreutes klar. Wohnen oder so würde betreutes ich machen. Wohnen, ja. Also wirklich so ein Wohnkomplex könnte ich mir vorstellen im Alter, wo einfach mehrere Wohnungen sind, wo man sich gegenseitig hilft, aber jeder hat seine eigene Wohnung. Und wenn was ist, wären Pflegekräfte da. Wir werden so die Treppen raufkriechen weiterhin. Ja? Und dann irgendwann vor der Haustür umfallen, das ist der Plan, damit man auch schnell gefunden wird und nicht stirbt. Ich hoffe schon, dass dann im Alter meine Kinder dann quasi für mich sorgen
sollten. Das erwarte ich auf jeden Fall. Weil so werde ich es auch mit meinen Eltern tun. Und so haben sie es auch natürlich für ihre Eltern getan. Senioren wohnen anders im Örtchen Nieheim. Hier muss es irgendwo sein. Das erste Seniorendorf Nordrhein-Westfalens. Ein Dorf für die Alten mitten in der Stadt. Oder wie sieht es schön? Ja. Ich suche hier das Seniorendorf. Wo finde ich das? Ich kenne Sie aus der Fernsehsendung morgens. Sehr gut. Ja. Können Sie mir weiterhelfen? Wo finde ich das Seniorendorf? Ja, doch, wenn man hier die Straße hochgeht bzw. fährt und dann die erste Abfahrt, da sind die Häuser gebaut für Senioren. Sie kennen sich gut aus. Wohnen Sie da? Ja, ich glaube wohl, dass ich da wohne. Nehmen Sie mich doch mit. Ja, mache ich. Ja, doch super. Platz, ne? Wenn Sie Zeit haben, würden wir uns freuen. Machen wir, nicht? Sehr gut. Okay. Erika Volkhausen lebt seit mehr als 70 Jahren in Nieheim. Als ihre Kinder auszogen und ihr Mann verstarb, wurde das Einfamilienhaus zu groß für die 86-Jährige. Sie haben ja auch alles, ne? Den Optiker, die Apotheke, die Eisdiele. Ja, und das ist ganz schön bequem, wenn man nicht so weit laufen muss. Rundrum zufrieden? Ja. Vor 4 Jahren zog sie deshalb ins Seniorendorf, nur 200 Meter vom Ortskern entfernt. 2018 entstanden die ersten der mittlerweile 9 seniorengerechten Häuser. Das hier vor Volkhausen ist also die Seniorensiedlung? Ja, das ist sie, genau. Das ist Frau Kugler, dann Frau Familie Brinkmeier, das ist ein Ehepaar, dann Pfarrer Meribert Esther, Familie van der Meijen. Familie Kersting. Und das Haus, da ist, kommt Frau Lutherbeck rein. Und dahinter das Haus, das ist dann Theo, sein Haus. Und Sie sind der Kern des Ganzen? Der bunte Hund? Der Älteste. Da vorne im ersten Haus. Der älteste Hund muss auch in der ältesten Hütte wohnen. Genau. Bei der Planung des Seniorendorfes stand von Beginn an fest, jeder Bungalow bekommt einen eigenen Garten. Hier verbringt Erika Volkhausen die meiste Zeit. Einer von vielen Gründen, warum sie hierher gezogen ist. Frau Volkhausen. Einfach so drüber, genau. Das ist ja auch schön, ne, dass Sie eigentlich ja hier Ihr eigenes Ding die ganze Zeit machen können. Ne? Ich kann mehr machen als zu Hause damals. Keiner redet Ihnen rein. Genau so ist es. Und wie ist das mit der Gartenarbeit? Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Haben Sie da genug Hilfe? Also den Rasen macht mein Sohn und alles andere. Abdrehen. Alles andere mache ich so, wie ich Zeit und wie ich zurecht bin. Und wenn Sie jetzt woanders wohnen müssten? Ich möchte nicht mehr woanders wohnen. Ich möchte nur noch hier bleiben und dann von hier aus mit den Füßen zuerst aus dem Haus raus. Weil Sie hier so viel Freiheit genießen können? Ja, hier fühle ich mich richtig wohl. Die Bungalows sind jeweils 90 Quadratmeter groß und kosten 650 Euro kalt. In NRW fehlen 435.000 barrierefreie Wohnungen für Senioren, die jetzt auf sie angewiesen sind. Und der Bedarf wird größer. Erika Volkhausens Nachbar Theo Reinecke hatte vor 10 Jahren die Idee für das Seniorendorf. Herr Reinecke, woran merke ich, dass wir hier in der Seniorensiedlung sind? Was ist hier anders als im Rest der Stadt? Das sind kleinere Häuser, alle barrierefrei. Und das war eine Idee. Oben drüber stand also der Gedanke, was können wir für unser Heimatstädtchen tun? Und wir waren hier praktisch das erste Dorf, in Anführungsstrichen, in Nordrhein-Westfalen, die diese Idee umgesetzt hat, mit dem Hintergedanken, dass die Leute so lange wie eben möglich in ihrem Hause wohnen können. Vielleicht mit Hilfe, okay, aber nicht ins Altenheim. Viele möchten nicht ins Altenheim. In den nächsten 20 Jahren könnten mehr als 500.000 Einfamilienhäuser frei werden, wenn alle Babyboomer in altersgerechte Wohnungen ziehen würden. Wir haben in der Runde auch einen Neuzugang in der Seniorensiedlung, ganz frisch dabei. Warum sind Sie hierher gezogen? Mein Mann ist seit 2011 verstorben und ich habe mich also seit der Zeit immer um ein viel zu großes Haus dort gekümmert. Und als ich dann hier die Siedlung gesehen habe, habe ich gedacht, das ist genau das.
was du eigentlich fürs Alter dir wünschst. Alles ebenerdig, gute Infrastruktur. Das war eigentlich letztendlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das Grundstück ist hier genau richtig. Es ist soweit. Noch 2 Stunden, dann muss das Satteldach unseres Fertighauses sitzen. Zeit für uns, das Richtfest vorzubereiten. Und das ist ja fast wie Weihnachten, ne? Ja. Ich habe nur ein Schläfchen. So, guck mal, ich finde, hier könnte noch ein blauer hin. Muss. Das Haus steht fertig da. Tara. Yippie-yay. Schweinebacke. Scheiße. Muss man irgendwie so was Klassisches machen? So, ja. So. Hat ja schon was Traditionelles auch. Die Mauern und die Balken. Werden wir verwalten. Denn jetzt kommt die Grundsteuer. Und dann wird's wieder teuer. Auch nicht schlecht, oder? Naja. Wir überlegen nochmal. Inzwischen sind die Monteure und wir ganz oben angelangt und befestigen die großen Dachelemente. Und auch bei der Wohnungssuche von Familie Rosenkranz gibt es Neuigkeiten. So, wir haben uns jetzt gerade eine Wohnung angeschaut. Wir haben ein ganz gutes Gefühl und die Wohnung würde auch räumlich perfekt zu uns passen. 5 Tage später, endlich die Zusage. Jetzt wird unterschrieben. So, also ich habe jetzt hier einmal den Zollstock mitgebracht. Den dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Ja. Eine 3-Zimmer-Wohnung in Köln-Mülheim. Altbau, 90 Quadratmeter. Also wir sind sehr froh, wir haben jetzt die Wohnung tatsächlich in der Phase gefunden, wo wir einen ziemlichen Tiefpunkt hatten, weil wir nur Negativerlebnisse erlebt haben. Und jetzt haben wir gleich die Gelegenheit, einen Mietvertrag zu unterschreiben. Tatsächlich nicht gedacht, dass das dieses Jahr noch klappt, aber jetzt ist es so passiert. Ja, und das erleichtert uns ungemein. Sogar bezahlbar ist die neue Wohnung. Etwa 10 Euro pro Quadratmeter. Ein Glückstreffer auf dem heiß umkämpften Kölner Wohnungsmarkt. Da ziehen wir dann jetzt ein. Genau, ja. Wir sind sehr glücklich. Ja, genau, wir freuen uns sehr. Wir sind gespannt, wie die Wohnung gleich auf uns wirkt. Aber wir freuen uns auf alles, was kommt und haben jetzt rückblickend doch wahrscheinlich mehr Glück gehabt als viele andere, weil wir doch innerhalb von 3 Monaten circa eine Wohnung gefunden haben. Nach 14 Stunden haben wir das Fertighaus von Familie Schneider bis zum Dachstuhl gebaut. Heute feiern wir. Das Haus steht fertig da. An jener Stelle hier, wo einst nur Erde war. Die Wände und die Balken, gebaut von fleißigen Händen, werden alles halten und Unheil von euch wenden. Mögen Sturm und Regen euch nie gefährlich sein. So, nochmal. Mögen Sturm und Regen euch nie gefährlich sein. Und Friede soll sich legen auf euer neues Heim. Prost! Familie Schneider! Glückwunsch! Daniel, wir haben Haus gebaut. Komm, einmal noch die Aussicht genießen. Kannst kommen. Geht? Ja, geht. Ich habe auch alles getestet, ist sicher. Ja, du sagst das so. 6 Meter, schöne Körperdistanz ins Wasser. Nee, lass mal lieber. Nee, aber ich kenne das auch so ein bisschen kribbelig. Ne? Man denkt, macht nichts falsch.